Okay, jetzt gehen wir auf den Menüpunkt eigene Felder und gehen mal hier in die Übersicht der Feldgruppen. Da habe ich schon mal zwei angelegt, ne? Seht ihr schon, und das Ganze habe ich Eigenschaften benannt, einmal fürs Hauptprodukt und dann noch die Eigenschaften auch für das Hauptprodukt und eben für die Tabellendarstellung, ja, wie wir sie eben auf der Startseite haben. Hier, das hier, ja. Das sind einmal diese Eigenschaften im Prinzip, die jetzt hier definiert sind. Und diese Eigenschaften, die hier definiert sind, die seht ihr beim einzelnen Produkt. Ja? Moment. So, also das hier. Da seht ihr jetzt noch nicht mehr, weil ich hier bei diesem Produkt eben noch nicht arg viel mehr ausgefüllt habe. Aber ich kann mal auf ein anderes gehen, das ich eben schon angelegt habe. Moment. Dieses hier zum Beispiel. Wenn ich da aufs Bild klicke, komme ich automatisch auch zum Produkt rüber. Und da seht ihr schon, da habe ich das Ganze eben schon mal ausgefüllt und eingetragen. Und ja, dann sieht das natürlich schon mal ein bisschen netter aus. Und diese Eigenschaften, ja, die habe ich hier definiert und zugewiesen. Und hier nochmal eben diese Eigenschaften für diese tabellarische Übersicht. Und das müsst ihr auch machen. Die Bezeichnung selber, die habe ich mir abgeschaut vom Affiliate, von diesem Affiliate-Team. Die haben auch eben einige Videos gemacht, wirklich zur kompletten Bedienung, und die zeigen euch auch alle Funktionen. Also die könnt ihr euch auch jederzeit angucken, die sind wirklich sehr empfehlenswert. Da seht ihr auch nochmal wirklich, wie man alles einstellt und bedient und macht und tut. Und da habe ich mir eben diese Bezeichnung abgeschaut. Das ist, macht auch wirklich Sinn, ja. Und je nachdem, wenn ihr dann eben nachher noch Zubehör habt, ja, oder vielleicht Nebenprodukte, dann tut das Ganze hier einfach so beschriften, dass ihr das versteht. Ja, das ist ja nur für euch, dass ihr das zuordnen könnt. Also wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Ihr würdet jetzt natürlich neue Eigenschaften erstellen. Ich habe das schon gemacht, deswegen schauen wir uns das jetzt hier mal an, wie das Ganze aussieht. Ja. Also ich habe hier meine ganzen Eigenschaften angelegt. Ja, Marke, Modell, Maße. Dieser rote Stern, der bedeutet einfach nur, dass hier eine Eingabe zwingend erforderlich ist. Wenn ich das nachher nicht mache beim Produkt und das nicht eingebe und es abspeichern will, dann gibt er mir eben da so einen Warnhinweis, dass dieses Feld noch offen ist und dass es eben noch ausgefüllt werden muss. Das könnt ihr selber überlegen, ob ihr das macht. Wenn ihr alleine an einer Webseite arbeitet, müsst ihr das natürlich nicht unbedingt machen. Das macht halt immer dann Sinn, wenn wirklich mehrere diese Nischenseite vielleicht mit Produkten nachher füllen, dass ihr das einfach auch nochmal ein bisschen klarer definieren könnt, wo auf jeden Fall was drinstehen soll. Ja. Und ihr seht schon hier eben meine ganzen Eigenschaften in der Übersicht. Wenn ihr auf den Namen klickt, dann öffnet sich dieses Feld. Ja. Dann klappt das so auf und da tragt ihr nachher alles ein. Also Marke, dann könnt ihr auch hier wieder quasi ja den Feldnamen vergeben. Dann könnt ihr hier auswählen, was es für ein Typ ist. Ja. Also ihr habt hier wirklich viele Möglichkeiten. Ich habe jetzt meistens einfach den Text genommen, entweder einzeilig oder mehrzeilig. Und was ich noch genommen habe bei manchen, Moment, da klappt man das hier wieder zu. Und zwar zum Beispiel hier bei Höhenverstellbar, da seht ihr schon, habe ich Ja oder Nein genommen. Ja, da habe ich hier einfach so eine Auswahlmöglichkeit genommen. Und wir sehen das dann nachher auch im Vorschaubild. Wenn ich Ja anklicke, dann sehen wir so ein grünes Häkchen. Wenn ich nichts anklicke, dann haben wir eben dieses rote Kreuz. Also relativ einfach das Ganze. Und hier seht ihr dann auch, ihr scrollt euch einfach durch, wenn ihr so eine Eigenschaft anlegt. Ihr könnt hier Anweisungen geben. Es wird aber auch alles schön erklärt. Es steht hier nochmal drunter. Also das ist wirklich auch für den Fall, wenn jetzt wieder andere an diesem Theme arbeiten, damit die einfach wissen, was sie hier machen müssen bei den Eigenschaften. Oder können sie einfach nachgucken. Und ihr könnt hier dann eben auch sagen, wenn die Eintragung erforderlich ist, ne, was ich euch vorhin gezeigt habe mit dem roten Sternchen, könnt ihr dann hier auf Ja klicken. Ihr könnt hier zusätzliche Inhalte mit anzeigen lassen. Wir können bei dem anderen Feld, bei dem Textfeld, ich schließe jetzt hier nochmal das Ja-Nein-Feld, wenn wir jetzt hier nochmal auf so ein Textfeld gehen, da haben wir eben noch die Möglichkeit, einen Platzhalter also einen Standardwert einzutragen. Es steht ja auch alles dabei, also ich kann euch das jetzt alles vorlesen, ist aber natürlich hier ein bisschen sinnlos an dieser Stelle. Aber ich möchte euch einfach zeigen, dass ihr hier wirklich relativ viele Möglichkeiten habt. Ihr könnt Platzhaltertext eintragen, ihr könnt was voranstellen. Ja, zum Beispiel, ich habe das gemacht bei den Preisen, oder da habe ich immer ab hingeschrieben. Sieht man das hier? Ne, das sieht man in der Tabellenübersicht. Mal hier gerade nochmal gucken. Ne, da steht der Preis.
Ich dachte, ich hätte es da reingeschrieben. Also oft schreibt man dann eben ab 199 € oder sowas. Sowas könnte man voranstellen. Da kann man natürlich kreativ sein. Anhängen, ne? Da habe ich zum Beispiel meine Zentimeter immer mit hinten dran gehangen, wenn es um Maße geht oder sowas. Also da könnte ich hier wirklich einfach noch das ausfüllen, was ihr eben braucht für die jeweilige Eigenschaft. Und ihr könnt hier jederzeit ein Feld hinzufügen, also je nachdem, wie viele Eigenschaften ihr braucht. Ihr seid hier wirklich nicht begrenzt, ja. Also ich könnte jetzt zum Beispiel, was könnte ich denn noch für dieses Babybett als Eigenschaft nehmen? Vielleicht Komplettset, ja, könnte man auch. Manches gibt so komplett mit Matratze und allem drum und dran. So, ihr seht schon, wenn ich reinklicke, macht er das automatisch. Dann würde ich hier jetzt auch einfach wieder so eine Checkbox nehmen, hier so eine Ja-Nein-Abfrage. Die dürft ihr natürlich nicht erforderlich machen, ne? Sonst müsst ihr immer Ja anklicken. Macht natürlich keinen Sinn. So, und das war's hier an der Stelle auch schon. Das heißt, ich sage jetzt einfach, hier auch wieder ganz wichtig, ne? Wenn ihr hier irgendwas hinzugefügt habt, geht immer hier an die Seite, sagt aktualisieren. Und dann hat er die neue Eigenschaft gespeichert und ihr könnt das Ganze jetzt eben hier auch wieder per Drag and Drop so verschieben und eure Eigenschaften so sortieren, wie ihr sie eben nachher auch in der Anzeige haben möchtet. Ja? So, das ist der eine Teil, die Eigenschaften anlegen. Und was ihr dann unbedingt noch machen müsst, sind hier diese Regeln festlegen. Das ist jetzt vielleicht so, ja, einer, ich will nicht sagen kompliziert, also eigentlich ist es ziemlich sinnig, ja. Aber wenn man damit nicht so vertraut ist, verwirrt es einen vielleicht ein bisschen. Also zunächst müsst ihr die Ansicht festlegen. Hier geht es jetzt darum, wirklich zu sagen, wo diese Eigenschaften erscheinen sollen, zum einen. Und hier zum Beispiel auch, welcher Taxonomie dieses hier eben nicht entspricht, ja. Wir haben ja jetzt nur Eigenschaften für unser Hauptprodukt angelegt und nicht für unser Zubehör, ja. Bei mir ist das in dem Fall hier die Matratzen und die Verschlussgitter. Und deswegen steht hier ungleich, ja. Also ihr müsst ein paar von diesen Regeln festlegen. Ganz wichtig. Wir sind ja jetzt hier in den normalen Eigenschaften und nicht bei der Tabellenübersicht. Und deswegen wählt ihr als erstes aus Ansicht. Dann sagt die hier Eigenschaften, ja. Und dann sagt die hier Beitragstyp ist ein Produkt, ja. Und dann habt ihr schon mal die Einstellung gemacht, dass euch diese Eigenschaften hier beim Bettchen angezeigt werden, in der Produkteinzelübersicht, ja. So. Dass die dem zugeordnet werden. Und dann sagt ihr hier bitte noch bei der Beitragstaxonomie ist ungleich und dann wählt ihr hier bitte alle Taxonomien aus, zu denen das eben nicht gehört, ja? Also, hier, es ist keine Matratze, es ist kein Verschlussgitter und ich habe hier sogar noch die Kategorie allgemein drin, das heißt, das könnte ich auch noch dazu nehmen, ja, und könnte sagen, hier, da gehört es auch nicht dazu, weil das ist hier immer nur ein Bettchen, gehört zu meiner Herstellertaxonomie, so. Also, und wenn ihr das alles ausgeschlossen habt, dann sagt ihr auch hier wieder aktualisieren und das war's. Ja, das war jetzt im Prinzip so das Wichtigste. Ich zeige euch jetzt das gleich nochmal eben für die Tabellen.